Sartain. Heute geht es um Dolisha Gray. Ich habe bei Mazdaq gesehen, dass Dolisha gegen ihn geschossen hat. Und nicht nur das, sie hat ihn als Transphob betitelt. Schauen wir uns heute mal ihr Statement zu dem Fake Beef zwischen ihr und Gypsy an und entscheiden dann im Nachhinein, ob man Mazdaq als einen Transphoben Bray betiteln darf. Erstmal nehmen wir aber kurz 2 bis 3 ihre anderen Aussagen von ihr auseinander, bevor wir uns auf das Statement beziehen. Persia X fragt mich, bist du wirklich zum Islam konvertiert? Also Leute, dazu kann ich euch nur sagen, dass ich vor ungefähr einem halben Jahr auf Instagram gepostet habe, hey, ich interessiere mich für den Islam bzw. möchte konvertieren / bin konvertiert, aber ich bin in dieser ganzen Sache quasi noch extrem neu drin, deswegen you better don't judge me if I say something wrong. Also, wie ich hier rausgehört habe, ist Dolisha Gray zum Islam konvertiert. Herzlichen Glückwunsch. Falls ihr dachtet, dass ich jetzt sage, dass sie kein Moslem ist, falsch gedacht. Trotzdem sage ich jetzt mal meine Meinung dazu. Ich finde es sehr fragwürdig, dass ein Mensch zu einer Religion konvertiert, ohne sich richtig informiert zu haben. Denn wie sie selber sagt, möchte sie nicht geflamed werden, wenn sie was Falsches sagt. Und ich meine, überlegt euch mal so, was soll eine Dolisha jetzt sagen, was denn so falsch ist, islambezogen? Versetzen wir uns dafür in die Rolle eines neu konvertierten Bruders oder einer neu konvertierten Schwester. Würdet ihr Aussagen droppen, wenn ihr euch nicht sicher seid oder wenn ihr es nicht wisst, oder würdet ihr eher nichts dazu sagen? Und ja, ich weiß, auch ein normaler Angehöriger der Religion, der seit seiner Geburt der Religion angehört, würde nichts dazu sagen. Trotzdem sollte man einfach mal logisch über meine Aussage nachdenken. Eine Person, die nicht so lange in der Materie drin ist, würde mit einer gewissen noch vorsichtigeren Vorsicht an die ganze Thematik rangehen. Was man hier auf jeden Fall sagen kann also, entweder versucht Dolisha Gray durch das Thema Konvertierung an Reichweite zu gewinnen, oder sie ist der Religion ohne Recherche und ohne Überzeugung beigetreten, was für mich sehr fragwürdig wäre, weil ich mich auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise mit der Religion auseinandergesetzt haben muss, bevor ich diese angehören wollen würde. Wie alt bist du? Das ist unbekannt, das muss auch unbekannt bleiben. Okay. Ist auch so, Leute. In der Presse wird immer so oft von mir gesagt, ich bin 28, ich bin 22, ich bin 25, ich bin 26, ich bin 24. Bitch, es wird immer geheim bleiben. Ich akzeptiere natürlich, dass du das geheim halten möchtest und ich habe auf jeden Fall keinen Hacker auf dich angesetzt, wie der ein oder andere Frauenschläger da draußen, um private Informationen zu bekommen. Aber ich wäre doch nicht wach, wenn ich nicht wüsste, wie alt Dolisha Gray ungefähr ist. Ich habe dafür natürlich ein bisschen Glück gehabt und zwar habe ich vor einem Jahr schon ein Video gegen sie gemacht gehabt und habe da das erste Video von Dolisha Gray heruntergeladen gehabt. Und was wurde im ersten Video gesagt? Hi, ich bin der Chris, ich bin 18 Jahre alt und möchte jetzt endlich auch auf YouTube starten. Fick deine Mutter! Also das Video von ihm war im Jahre 2013. Das heißt, dass Dolisha Gray entweder im Jahre 1995 oder 94 geboren ist. Und das wiederum heißt, dass Dolisha Gray entweder 26 oder 27 Jahre alt ist. Ich hoffe, nächstes Mal machst du aus so einer unnötigen Information kein großes Drama. Diese Information wurde gerade wirklich nur gedroppt, um dich zu provozieren. Ja, Dolisha Gray. Deine Sohn hat es noch vorgeworfen, dass er eine Straftat begann, weil er Chats geleakt hat. Ich allerdings sagen muss, Schatz, dass du dich tatsächlich schon strafbar gemacht hast, weil du darfst keine Privatnachrichten in der Öffentlichkeit zeigen. Für das nächste Mal wissen wir Bescheid, Schatz, ne? Wo wir schon bei Straftaten sind. Aber ganz kurz, um hier eine tolle Werbeeinblendung zu machen, Leute. Und zwar ist das der Eisdealer. Mir ist fast nicht mehr dein Name eingefallen. Tut mir leid, meine Süßen. Man muss Werbung kennzeichnen. Das sind aber auch wirklich die Besten. Menschen, die andere Menschen auf Straftaten hinweisen, im selben Atemzug aber auch selber Straftaten begehen. Oh, Dolisha Gray. Du musst deine Werbung immer mit einem Text, wo Dauerwerbesendung im Video steht, kennzeichnen. Aber natürlich, es ist einfacher, Leute auf ihre Fehler hinzuweisen. Im Video macht sie Werbung für diese Kette, nennt es sogar Werbung, Werbeeinblendung zu machen, Leute. Und in die Videobeschreibung schreibt sie wiederum, dass dieses Video kein Produkt beinhaltet. Perfekt. Hi, Girls. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt hier zu einem neuen Video und willkommen zu dem Fakt einfach, dass der Beef zwischen mir und Gypsy komplett gestellt, geplant und gefaked ist. Und ich dazu zu 1150% stehe. Also ich bin auch stolz auf dich, dass du dahinter stehst. Du sollst auch stolz darauf sein. Das hast du ja auch selber gesagt gehabt, dass du stolz auf Gypsy und dich bist, weil ihr diesen Fake-Beef so krass durchgezogen habt. Wirklich, ich bin auch einfach nur stolz auf euch beide. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich extrem stolz auf uns bin, trotz allem, weil wir das wirklich toll durchgezogen haben. Ihr müsst es euch so vorstellen, wir sind wirklich in einer Zeit angelangt, da sind die Fake-YouTuber auch noch stolz darauf, dass man einen Beef faked, wenn man so krass durchgezogen hat. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen oder was ist hier los? Wie kann man bitte auf so etwas Beschämendes so stolz sein? Damals hat man Reichweite durch ehrlichen und anständigen Content gemacht und als man dann die Früchte der Arbeit ernten konnte, war man so stolz drauf, dass man Erfolge erzielt hat und heute ist man einfach stolz darauf, einen Fake-Beef so gut durchgezogen zu haben. Ich merke auf jeden Fall, dass YouTube Deutschland sich weiterentwickelt hat. Klar, das war für Reichweite, of course. Ich dachte, dass ihr das macht, um einen Charity-Livestream zu machen für Menschen, die geschlagen wurden. Apropos Charity-Livestream. Hat KuchenTV eigentlich einen Charity-Livestream gemacht und alle seine Spenden, die er an dem Tag erhalten hat, gespendet? Ich kann mich an sowas nicht erinnern. Wir werden einen Charity-Livestream veranstalten, wo ich hoffe, dass ihr da auf jeden Fall alle teilnehmen werdet. Wenn er es getan hat, ist ja gut. Aber bitte klärt mich in den Kommentaren auf, denn ich habe absolut nichts mitbekommen davon. Ihr wisst ganz genau, dass ich ungefähr ein Jahr Pause mit YouTube gemacht habe. Danach habe ich mir wirklich tatsächlich Sorgen gemacht, dass mein Kanal nicht mehr so Klicks macht, wie
früher. Und was macht man, wenn man ein Jahr Pause mit YouTube gemacht hat? Man kommt zurück mit einem Fake-Beef, um Aufmerksamkeit zu erbetteln und ist dann auch noch so stolz drauf, dass man so stabil durchgezogen hat. Ich frag mich, wie ein Mensch so krass sinken kann. Ah nee, sorry, du hast ja schon immer so scheiß Videos gemacht. Wie zum Beispiel, dass du dir deine Achselhaare pink gefärbt hast. Von dir hätte man ja nur so eine Scheiße erwarten können. Und von deinem Kompan Gypsy habe ich auch nichts anderes erwartet. Wie gesagt, nochmal, auch wenn dieses Beef-Video fake ist und das Ganze gestellt ist, dass ich mich nicht, also ich mir jetzt nicht irgendwie was drauf einbilde, auf die ganzen Klicks, in Anführungszeichen Fame, sondern mir es halt einfach um das Geschäftliche geht und das auch total normal ist. Und man kurbelt das Business an, indem man Leute verarscht. Wenn du wirklich Ahnung von Business hättest, dann würdest du wissen, dass man nicht den Weg des kurzzeitigen Erfolges wählen sollte, sondern auf den langzeitigen Erfolg gehen sollte. Wobei man bei dir nicht von Erfolg sprechen dürfte, dich hasst gefühlt jeder und fast keiner kann dich leiden. Doppelt gemoppelt, aber genau darauf wollte ich hinaus. Weil, Entschuldigung, ein Restaurant braucht auch Werbung, wenn es lange zu hatte und da beschwert sich keiner. Aber wenn eine Influencerin Werbung braucht, geht direkt die Welt unter. Ja, dann wende ich mal das stabile Beispiel an und wir gönnen uns mal den Spaß. Leute, kommt mal bitte morgen alle zu der Eröffnung meines neuen Steakhouses. Exklusiv für meine treuen Abonnenten. Aber bitte sagt niemandem, dass es sich hierbei gar nicht um ein Steakhouse handelt. Ich habe nur einen türkischen Supermarkt geöffnet. Ich verkaufe da nur Obst und Gemüse. Das wird mir sicherlich den langfristigen Erfolg bringen. Weil ich bin eine ernstzunehmende Person, mache YouTube gerne und auch schon lange. Comedy bzw. Unterhaltung ist mein Gebiet. Und wer das nicht checkt, tut's mir ganz ehrlich leid. Digga, du bist eine Witzfigur. Was für Comedy. Ich glaube, du bist das Einzige, worüber die Menschen lachen. Nicht, weil du sonderlich lustig bist, sondern weil du dich einfach ganz offen und ehrlich wie eine Witzfigur verhältst. Aber natürlich, du bist eine ernstzunehmende Person, aber der Fake-Prank, den durfte man doch nicht ernst nehmen. Was los? Bist du jetzt eine ernstzunehmende Person, ein hochbegabter Sondi, eine Witzfigur oder doch ein Comedy-King? Ah, sorry, ich meine Comedy-Queen. Wir wollen ja richtig gendern. Aber muss man immer alles reduzieren auf diese scheiß Oberflächlichkeit? Muss man das? Nein! Digga, ihr werdet reduziert auf euren schlechten Content, den ihr den Menschen da draußen liefert. Es juckt wirklich niemanden, wie du aussiehst. Wirklich niemanden. Wenn du krassen Content raushaust, kannst du gerne aussehen, wie du gerade aussiehst. Ich würde dich feiern. Du lieferst uns aber einen Fake-Prank. Und was muss ich mir von dir geben? Eine Rechtfertigung, wo du dich selber noch schützt und anderen noch Transphobie vorwirfst? Das hat nichts, wirklich nichts mit Reduzierung aufs Äußerliche zu tun, sondern einfach mit eurem unehrlichen, schlechten Content. Doch ihr seid einfach so unreflektiert, um das Ganze zu verstehen. Also, es gibt noch andere YouTuber, die tatsächlich einfach wirklich transphob waren und sich wirklich wie die allergrößten Asozialen benommen haben. Die wichtigste Frage jetzt, ist Mazdak transphob oder nicht? Wichtige Ansage an Mazdak. Du hast zwar nichts gegen transsexuelle Menschen gesagt in deiner Reaktion und Dullisher Grey hat auch keine Beweise gezeigt, aber man muss einfach mal sagen, Jambrokes Eis-D-Suchti wurde auch gecancelt, ohne dass man sich wirklich erkundigt hat. Mazdak, du wurdest exposed. Aber wartet mal, findet ihr das nicht mehr als nur heuchlerisch, dass Dullisher jetzt so tut, als wäre Mazdak transphob, weil er sie kritisiert hat? Komplett normal, aber in irgendeiner Art und Weise hat sie doch recht. Mazdak, Dullisher Grey hat sich einfach hops genommen. Ich sag euch mal eine Sache, wer Dullisher Grey nach diesem Video immer noch feiert, ist wirklich von A bis Z verloren und ich kann ihm wirklich nicht weiterhelfen. Ich hoffe, dass der oder diejenige, der diesen YouTuber immer noch feiert, schleunigst zum Arzt geht und sich mal gründlich untersuchen lässt, um zu erfahren, ob alles mit dieser Person stimmt. Ich erwarte euch alle in meinem Steakhouse, obwohl es eigentlich ein Obstladen ist. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und in dem Sinne, Sachtain.